Die Akupunkturtapes werden hier präventiv bei vorhandenen Schmerzen oder bei Bewegungseinschränkungen benutzt. Die Akupunkturtapes werden um das Daumensattelgelenk verteilt. Weitere Akupunkturtapes werden auf die Handwurzelknochen, auf die Sehne des Daumenhebers und auf den Akupunkturpunkt Dickdarm 4 geklebt. E15, das ist auch ein wichtiger Punkt, liegt im Endeffekt, wenn wir hier die Hand sehen, vom Handrücken. Wenn man hier dann das Handgelenk fühlen kann, dann legt man im Endeffekt drei Finger vom Handgelenk, ne, bis, ja, also hintereinander. Und dann hat der letzte Finger liegt genau vor dem Punkt, ne, also mit Drei-Finger-Technik. So, und dann haben wir genau in der Mitte dann den 3E5. Der Akupunkturpunkt Dickdarm 11 liegt bei gebeugtem Arm am Ende der Beugefalte.